Was geht, was geht? Wir haben heute den zweiten Rolling Loud Tag, den dritten Los Angeles Tag und ich heiße euch jetzt herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog auf diesem Kanal und es wird immer krasser. Heute haben wir Lil Baby, wir haben Don Toliver, wir haben Travis Scott und viele weitere. Ich glaube, viel mehr muss ich gar nicht sagen, es wird einfach, ihr werdet es gleich sehen. Solltet ihr den Vlog von gestern noch nicht gesehen haben, checkt ihn sehr, sehr gerne ab. Link dazu auch in der Beschreibung. Am besten verfolgt einfach die ganze Los Angeles-Reihe, weil ich sage euch, das werden einfach die besten Vlogs auf diesem Kanal. Falls ihr euch fragt, warum ich dasselbe Outfit wie gestern anhabe, Grund dafür ist, dass wir einfach sonst alle unsere Klamotten ficken würden. Dementsprechend jetzt wieder dasselbe Outfit, ist eh halt nur ein Festival-Fit. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, fahren jetzt zum Festivalgelände, gehen vorher noch was frühstücken und dann geht's ab. Aber ihr könnt auch sehen, das Wetter ist heute nicht ganz so gut, es ist immer noch relativ warm. Die Sonne scheint ab und zu, aber es ist halt sehr, sehr bewölkt. Wir machen uns jetzt auf den Weg, packen uns ein Uber und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Vlog. Es wird sehr, sehr krass. Schlimmste Uberfahrt meines ganzen Lebens, oh mein Gott. Yes, yeah, man! Unser heutiges Frühstück, ja. Was soll ich euch sagen? Ich gehe heute mit Nummer 2, Cheeseburger, French Fries und einem Getränk. Und dazu, glaube ich, noch einen zweiten Cheeseburger, weil wir brauchen ein bisschen Grundlage. Und damit würde ich sagen, guten Appetit. Zum Frühstück eine Cola, 5000 Kalorien, perfektes Festival. Aufgegessen und mir geht es auf jeden Fall viel, viel besser. Wir sind jetzt ready fürs Festival. Den Out gerade kam sehr, sehr gepflegt, sage ich euch ehrlich. Seht ihr das? Das sind dunkle Wolken. Die wollen wir eigentlich nicht sehen. Aber wir sind hier angelangt, da ist das Festival, könnt ihr sehen, wo auch das Riesenrad ist. Eingang auf jeden Fall viel, viel leerer als gestern. Das ist schon mal sehr gut. Ich hatte nämlich gar keinen Bock, jetzt nochmal so anzustehen. Das war echt zu viel. Kommen wir jetzt zu unserer Mission und zwar, wir müssen uns Merch holen. Ich will auf jeden Fall entweder ein T-Shirt oder ein Hoodie haben. Das Ding ist nur, ihr habt es gestern vielleicht gesehen, die Schlange war unfassbar lang. Ich schätze mal so, was glaubst du so? Eine Stunde mindestens, zwei Stunden? Also ich tippe auf zwei Stunden. Ja. Wenn wir Pech haben, zweieinhalb so. Ich hatte halt gestern viel Zeit, da irgendwie zu warten. Und ich hoffe, dass die Schlange jetzt ein bisschen leerer ist. Selbst wenn nicht, bleiben wir uns trotzdem anstellen, weil ich brauche auf jeden Fall irgendein Hoodie oder so. Das hier ist by the way der Hoodie, zu dem ich tendiere, mein Favorite. Ich denke mal, der wird's auch. Oh, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Ihr müsst euch geben, diese Schlange ging gestern Real Talk, ich glaube, bis nach da hinten. Und jetzt, sehr entspannt, entweder wir haben Pech und manche Sachen sind schon ausverkauft oder wir haben halt einfach Glück. Einmal ein fettes L in die Kommentare. Sold out. Ist einfach weg. Wir haben jetzt die Option bekommen, den Hoodie zu bestellen. Haben wir auch gemacht. Sollte in 5 bis 6 Wochen bei mir zu Hause ankommen. Ich hätte ihn halt schon gerne jetzt gehabt, noch gerne jetzt angezogen. Aber jetzt haben wir ihn halt erst zu Hause. Besser als gar nicht, aber ein bisschen ärgerlich. Wir haben jetzt noch so grob 1 bis 2 Stunden, bis die ersten Acts beginnen. Bis dahin haben wir uns jetzt hingesetzt, schauen den Jungs ein bisschen beim Basketballspielen zu. Weil hier ist einfach Basketball-Court. Man muss sogar sagen, das ist Real Talk sehr unterhaltsam, weil die einfach sehr, sehr gut spielen. Ich sag euch ehrlich, der Bre ist einfach unfair. Irgendwie 2 Meter groß oder so. Oh, der war clean. Da hinten ist, by the way, so die kleinste Stage, die es hier gibt. Es gibt ja 3 Stück. Das ist die kleinste. Keine Ahnung, wer das ist. Noch nie gehört. Manche Leute sind echt lebensmüde. Oder man damit auf ein Festival gehen. Das ist übrigens der aktuelle Stand meiner Schuhe. Ich hab's mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Aber mal gucken, wie die nach Tag 3 aussehen. Was läuft, was läuft? Wir sind hier auf dem Riesenrad. Ich frag mich nicht warum, aber oh mein Gott. Ich kann hier irgendwie umsonst Riesenrad fahren, deswegen fahren wir jetzt einfach hier ein paar Runden. Schauen wir uns ein bisschen die Aussicht von oben an. Ich muss aber sagen, ist sehr schön. Ihr wisst, stay hydrated. Kleiner Snack für zwischendurch. Taste Test. Boah, nicht heiß, aber geil. Boah, sehr, sehr gut. Reihenfolge ist jetzt wie folgt: Mike Dean, Don Toliver, Lil Baby und Travis. Das sind die 4 Acts, die jetzt hier auf der Mainstage laufen, die wir uns alle angucken werden. Und es wird krass. Das Ding ist halt, heute sind auch noch so Leute wie Blueface, 2 Chainz und so weiter hier, aber die sind alle auf der anderen Stage, eben auch zeitgleich. Wir müssen uns für eine Stage entscheiden. Und wir entscheiden uns eben für die Mainstage, dementsprechend sind wir jetzt hier. Lil Baby und Travis habt ihr schon live gesehen, Don Toliver noch nicht. Ich bin aber großer Überzeugung, dass es auch extrem krass wird. You'll be on my mind.
Justin Bieber. Give it up for Don Toliver one time. Yeah, make some noise for Bugatti Beams in this motherfucker. Everybody take a step back, please, so we can continue on with the show. Take a step back, take a step back. Das wurde wieder unterbrochen, ich weiß nicht warum, wir warten seit 15 Minuten oder so. Baby, als nächstes. Vorbei, vorbei, vorbei. Abgesehen davon, dass halt einfach fucking Justin Bieber auf der Stage war. Die Menschen hier eigentlich sind. Let's go!
reason. Oh, that's how we already know. Yeah, we're in this here. Okay. My dog will probably do it for a Louis Bell. Yeah. Going on you with a pick and roll. Young flame here, civil hole. Und wir sind fertig für heute. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich bin komplett im Arsch, mir geht gar nichts mehr. Ich kann nicht laufen. Wir gehen jetzt aufs Zimmer und ich sag im Zimmer nochmal ganz kurz irgendwas, auch Fazit und so weiter. Aber ich muss hier gerade erstmal mein Leben klacken, ich brauche auch was zu trinken. Aber wir gehen jetzt erstmal hier rein und ich habe keine Karte. Ich hab sie. Dreimal dürft ihr raten, wer wieder vergessen hat, abends noch zu filmen. Aber ich sage euch ehrlich, wenn ich hier ankomme, ins Zimmer gehe, mich in mein Bett lege, dann dauert es auch keine 5 Sekunden, dann bin ich halt weg. Dann war es das auch mit mir. Wir haben jetzt den nächsten Morgen und das wäre auch das Ende vom 3. Vlog. Und ich sage euch so, wie es ist, bei mir geht gar nichts mehr. Meine Beine tun unfassbar weh. Ich kann auch meine Füße nicht richtig bewegen. Ich kann nicht richtig gehen. Es tut einfach so weh. Kleines Fazit zum Tag 2 von Rolling Loud. Don Tolle war sehr, 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 sehr nice. Was extrem krass war, er hat einfach Justin Bieber auf die Bühne geholt, was so... Bro, ich hätte alles erwartet, aber nicht Justin Bieber heute. War zwar nur für einen kleinen Song, also das Feature mit Don Tolle war eben auf der Bühne. Dann war er auch wieder weg. Also wirklich, das war eine Sache von 5 Minuten, glaube ich. Danach Lil Baby. Ich glaube, ihr habt es in den Aufnahmen gesehen. Es war unfassbar krass. Ich habe Lil Baby auch schon live gesehen auf dem Frauenfeld. Und das ist nochmal eine komplett andere Nummer hier in Amerika. Beziehungsweise in einer amerikanischen Crowd, anstatt jetzt in einer europäischen Crowd. Weil ihr kennt einfach jeder die Texte. Es ist, Bro, das ist gestört gewesen. Ja, und ich glaube, Travis... Muss ich jetzt nichts sagen, ihr habt es alle in den Aufnahmen gesehen, das war unfassbar. Auch nochmal viel krasser als in London, da habe ich ihn auch 2-mal gesehen, das kannst du auch nicht vergleichen. Dass ich da lebend rausgekommen bin, also bin ich irgendwie auch nicht, weil bei mir geht, also wirklich, ich kann nicht mehr gehen, hier ist Schicht im Schacht. Jetzt bin ich aber ready für Tag 3, den seht ihr aber im nächsten Vlog, das wär's mit diesem Vlog. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, ich hoffe ihr enjoyed die Los Angeles Vlogs. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, haut rein und ciao.